motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous chanter ensemble, nous l'indépendants. Der Eingang der Höhle. Und die Mitwanderer. Ja, die Straße ist blockiert mit zwei Bäumen, aber im Abstand von 100 Metern. Wahrscheinlich eine Blockade, aber das wird die Annette und der Glenn hoffentlich gleich rausfinden. Und es gibt auch nur diese Straße hier. Ja, also das ist keine Naturkatastrophe, sondern das ist mutwillig gemacht von irgendjemandem. Angeblich liegen hier 30 solche Bäume. Und es ist für etliche Kilometer gesperrt. Ja. Gut. Das macht keinen Sinn zu warten, glaube ich. Hier sieht man es, dass der Baum richtig schön abgesägt wurde. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich umdrehen und versuchen, eine andere Strecke zu fahren. Zimmer bezogen und jetzt wird hier auf dem Flur bezahlt. Aber wir wissen immer noch nicht, wer er ist, ob ihm das hier gehört oder ob er nur die Schlüssel hat. Die Rechnung würde ich haben. Ja. La cuenta? Con el llave. Es suficiente con el llave. Es ist genug, wenn ich den Schlüssel habe, sagt er. Ah, okay. Okay. So, uno año. Haben wir jetzt gekauft den Raum. Ja, bis wir ausziehen. Okay. Das ist unser Zimmer an den Aqua Azul Wasserfällen. Für 350 Pesos. Sprich ungefähr 17 Dollar. Ja, mal schauen, ob wir hier schlafen können heute. Es ist ganz schön warm. Ja, aber wir haben Lüfter. Hier beim Aqua Azul ist viel mehr los, als wir erwartet haben. Wir haben im Internet gesehen, dass es hier ein oder zwei Hotels gibt, aber tatsächlich ist das viel, viel mehr. Und dann gibt es hier natürlich auch noch für die ganzen Touristen eine Menge Restaurants und Souvenirläden. Die ganz vielen Kinder kommen zu dir und tragen auf dem Kopf Popcorn und irgendwelche anderen Leckereien, die sie versuchen hier zu verkaufen. Oder fragen nach Bonbons. Tja, es ist doch touristischer, als wir erwartet haben. Aber dennoch finde ich das sehr schön hier. Und da seht ihr, wie Papa normalerweise auf Expedition geht und filmt. Und so sieht das hier aus im Hinterhof.
Jetzt gehen wir zur Wasserfallexpedition. Ihr könnt euch weiterlaufen. Da seht ihr, wie Papa normalerweise auf Expedition geht und filmt. Und das sind die Aqua Jewel, blaues Wasser, Wasserfälle. Gigantisch. Überall sind kleine Nebenarme mit Flüssen und Wasserfällen. Ein kleiner Eindruck davon, wie Papa die Drohne fliegt. Volle Konzentration auf das kleine Handy-Display. Da sieht man auch unser Problem mit der Drohne. Wenn man das auf dem Handy nur sieht, dann hat es Probleme, die Farben mit der Helligkeit darzustellen. Das wird dann immer in schwarz-weiß gestreift angezeigt, was das Ganze ziemlich schwierig macht, wenn man bei hellem Licht fliegt.
Geil, oder? Hat was. Hört man öfter mal. Thank you.
Terrasse, wo wir jetzt die zweite Nacht übernachtet haben. Aber die Vögel sind wahnsinnig. Eine Lautstärke ist das hier. Wir sind in Palenque und suchen uns eine Unterkunft. Das ist hier der Geheimtipp. Also hinten steht jemand. Hinten sind auch Cabanas zu sehen, aber... Da brennt doch schon das Lagerfeuer. Ja. Wir haben unser nächstes Zimmer bezogen und schlafen heute direkt unterm Tiger. Guck, da gehen sie auch schwimmen im Pool. So, da sind die anderen und da ganz hinten ist der Glenn. Heute ist der 21. April. Der Walter hat heute Geburtstag. Walter, dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, die Nacht war ganz schön bescheiden. Wir sind extra hier weit ab von der Straße gefahren, aber da waren irgendwie die Mexikaner und haben sich gedacht, wir machen hier eine Party. Das ging so bis um 12 Uhr, dann sind sie irgendwie verschwunden und um 3 Uhr, da war hier eine Bambule, da müssen riesige Trucks gewesen sein, die haben hier irgendwelche Leute abgeholt und gefunkt. Ja, also die Annette hat auf jeden Fall nicht so gut geschlafen. Ich habe teilweise ganz gut geschlafen und auch mein Durchfall scheint jetzt endlich vorbei zu sein. Annette und Glenn hatten das ja ein bisschen vor mir und ich habe bis gestern gekämpft und jetzt ist es gut. Wir sind in Palenque und werden heute uns die Maya-Stätten anschauen. Das Wetter ist immer noch nicht so schön, es ist immer noch sehr bewölkt, aber dadurch sind die Temperaturen angenehm, es ist ungefähr so 25 Grad, schätze ich mal. Hier, das ist der Pool. Da oben sind 4 Zimmerchen. Da haben wir geschlafen. Ansonsten sieht das hier aus wie überall in Mexiko. Alles ist noch im Bau. Aber wir vermuten, dass es auch hier so ist, dass man erst Steuern auf sein Haus bezahlen muss, wenn es fertig ist. Also wird das nie fertig. Und schon sitzen wir wieder beim Frühstück zusammen. Mexikanisches Frühstück, Kaffee, süßes Brötchen und Melone. Also wir haben sehr nette Zimmer, kann man nicht anders sagen. Aber ein Riesenbett. Ja, das stimmt. Zimmer sind schön. Zimmer sind schön. Ja, ich habe quer im Bett geschlafen. Eine Reise für. Wir kommen schon. Das ist schon besser. Schön, das zu hören, ja. Das ist die Kost. Und das ist offen 1993. Und da oben 1994, I tell you, made a Loch. 6 Meter 70 Zentimeter hinten. Aha. Und es war viele Jade. Ah. 700 Jade, viele Schmuck. Und das ist große Numerologie: ist 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19, 33, 40. Und 52. Nummer von Palenque ist 7. Und 7 ist in alle Planet und in der Bibel. Und hier ist 7 Terrasse. Und hinten ist 3-7. Allen ist 4-7. In der große Tempel ist 3 Nummer 9 und 1 Nummer 7.
been here. They call La Reina Roja, the Rote König. And this is eine Mann, ist nicht die Frau. Und das waren, da waren Sklaven? Die Sklaven, wo, wo, sechs Leute. Woher? Was waren für Menschen? For the next Leben. Ja, aber das waren, was waren das? Indios oder? Could be India. Und das ist typisch von den Ägypten. False weg, das, Passage, false Graf und einen Mann. Mhm. Ist ja richtig. Und überall werden Souvenirs verkauft. Und das ist auch in 1994. Das ist der Final von Fusione. Und hier ist nicht. Wettkampf? Ja, das ist Replik von Olympia. Ah, zeig ich mir. Da waren also die Sportstätten, war damals schon Olympia. Das ist Ballespielplatz. Ballespielplatz, sehr kleine. Wo ist Schnecke kaputte Mais? Das ist eine Frau und Mann. Offiziell wird wir haben schon viel gelernt hier heute. Die Mayas sind ein Mischvolk aus Chinesen, Hindus, Ägypter. Das ist unser nächster Führer, mit dem wir jetzt in den Dschungel gehen. Und das ist für unsere Toilette mit. Jetzt sind wir direkt im Dschungel. Und das hier ist auch ein Maya-Tempel. Da vorne ist der Eingang. Auf dem Arenal gibt es hier über 1600 Gebäude und Tempel. Aber die meisten, also 90%, sind noch vom Dschungel bedeckt. Da gibt es Ramon. Und der kommt von dem Baum, der da hinter dem Frank steht. Dieser Baum. Na komm, du kleiner Brüllaffe. Jetzt brüll auch doch mal. Der guckt nur und denkt, was wollen die denn alle? Filmen mich und geben mir nichts. Hier muss noch einer sein. Ich hab ihn. Das ist der andere hier. Ein Tuk. Komm, mach mal jetzt den Kopf runter. Walter, wir trinken heute auf dein Wohl und schicken dir die Rechnung. Prost! Somme, somme, Kial, somme! Come on.
Thema für uns, dann mal ein paar.